So, herzlich willkommen zur Vorlesung Webengineering. Zur Vorlesung Webengineering Sommersemester 2015, zweiter Teil, zweite Vorlesung. So, irgendwie da sind wir. Es geht eigentlich darum, was kann man auf so einer Webseite noch mit JavaScript machen und wie kann man das so ein bisschen lebendiger machen und nicht diesen altmodischen Kram, den Michael vorgestellt hat, sondern mal so was Peppiges halt. Ne? Okay, dafür hatten wir letzte Woche angefangen. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal diverse Dinge hier starten, fürchte ich, die ich jetzt wieder lange seitdem nicht mehr benutzt habe. Das zu bauen und es gab auch eine Folie dazu, glaube ich. Hey. Ist Luna nicht mehr aktuell? Aber sind wir schon was? Oh shit, ja, muss ich mal umsteigen. Okay. Viele gibt es da nicht. Was ich gemacht habe, war nochmal darüber zu reden, was macht eigentlich so ein Webserver, wenn man ihn nicht mit Spring künstlich aufmotzt? Was ist so das Minimum, was es geht? Parallel hierzu gab es diese Vorlesung Home Automation. Da gibt es prinzipiell keine Glühbirne, die nicht einen Webserver hat, laufen hat. Da gibt es sehr viele kleine Webserver, die so ganz minimal sind. Die sind eben nicht dafür gemacht, dass 1 Million Google-Leute da gleichzeitig drauf Anfragen stellen können, sondern die sind dafür gedacht, dass ein oder zwei Familienleute oder 4 Leute in der Familie mal so eine Glühbirne an- und ausmachen kann. Und dann brauchen die wenig Parallelität. Und das braucht aber einen ganz schmalen Footprint. Das wird oft in irgendwelchen C-Sachen implementiert und tatsächlich bleibt am Schluss eigentlich über, du hast eigentlich nur noch einen Server-Socket-Accept-Ding und dann ist die Sache schon erledigt. Ne? Ich habe dann letzte Woche vorgemacht, wie man hey, prinzipiell so einen minimalen Server baut, der jetzt aber schon fast gar nicht mehr da ist. Moment. Hier gibt es keine Java-Dateien, das ist cool. Minimal Web Server, der kommt wirklich mit wenig Java aus. Moment. Ist der Font groß genug, oder? Liest du mal die erste Zeile vor? Da, wo der Cursor steht. Nee. Okay. Und im Wesentlichen gibt es jetzt hier nicht so viel. Ich habe jetzt hier so ein HTTP-Servlet verwendet. Das macht aber auch nichts anderes, als so einen String, der über den richtigen Port reinkommt, auseinander zu klamüseln und mir den dann schon mal so in vorgeparster oder zerlegter Form präsentiert. Dann ist es ein bisschen leichter. Es geht aber auch relativ simpel ohne. Ich habe den dann jetzt hier im Wesentlichen so gebaut, so also ein paar Sicherheitsfeatures. Wenn da viele Punkt-Punkt drin vorkommen, dann möchte ich das nicht, dass das auf meiner Festplatte die entsprechende Datei gesucht wird. Wenn da nur ein Slash vorkommt, mappt er das auf Index.html und dann ist es das im Großen und Ganzen. Tatsächlich könnte ich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier mache, auch ohne Server betreiben, indem ich die Datei einfach von der Festplatte her öffne. Lass uns das doch mal spaßeshalber tun. Dafür brauche ich einen Explorer und ich glaube, ich habe dieses unglaublich tolle neue Feature, dass ich auf einen Windows Explorer öffnen kann, aus Eclipse raus. Hey. Ich muss nur die HTML wissen, also dieses. Sag doch mal schnell, Server Content. Also, wenn ich das jetzt hier einfach so anklicke, wird die Datei geöffnet in meinem Webbrowser direkt von meiner Festplatte runter. Dann kann ich wahlweise mehr Sicherheitsdinge tun oder weniger Sicherheitsdinge tun. Ich glaube, wenn ich die Datei, die HTML-Datei auf der Festplatte lade, dann kann ich sie sogar direkt schreiben im Browser, also aus JavaScript raus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was normalerweise überhaupt nie nicht gehen darf. Das heißt, hier hat mein JavaScript-Engine jetzt viel mehr Rechte, als wenn ich das von einem Server bezogen hätte.
Das ist im Prinzip diese Geschichte da. Genau, ganz genau. Es gibt, das ist so eine Anwendung, das ist also so ein Self-Contained HTML-Datei, da ist eben das JavaScript in der einen Datei mit drin und der Code, den du da machst, da kannst du dann eben selber die Seite erweitern und die schreibt dann die neue HTML-Seite wieder auf die, über die alte Datei drüber. Hoffentlich das Programm immer noch drin und funktioniert auch noch. So, Index.html ist aber jetzt echt nicht viel. Haben wir denn nicht noch mal ein bisschen mehr? Aber es gab verschiedene Varianten von Group Register und ich glaube, ich war dann schon mal bei Group Register 3. Hatten wir das schon gesehen? Ha, kann ich euch noch was Neues zeigen. Das machen wir nämlich heute im Großen und Ganzen. Hier kann ich jetzt so sagen, Montag, Dienstag, Freitag, sag noch mal einen Tag, Juli 42, kann man hier jetzt dynamisch neue Werte hinzutun. August 23 oder so. Und dann erscheinen hier tatsächlich auch neue Werte und man kriegt so eine Balloon Help. Ne, über die Punkte geht, da kriegt man immer auch für die neuen Dinge dann schon angezeigt, was man da gerade eingetippt hat. Das ist eine typische Sache, die geht erstmal so nur mit JavaScript. Ja, wenn Michael sich ganz doll anstrengt und richtig tief in die Trickkiste zaubert, kann er das auch, aber dass das dann auch noch tatsächlich mit so einem Animation hochkommt, da muss er dann wirklich anfangen zu grübeln, wenn er das noch machen möchte. Ne? Das sieht ziemlich scheiße aus. Das Original-Demo, wenn man die runterlädt, sieht besser aus. Ich habe die Farben und alle möglichen Parameter, die nicht wirklich inhaltlich beitragen, habe ich mal weggedrückt, damit das Beispiel ein bisschen leichter wird. Okay, dann fangen wir doch mal mit dem Einfacheren an. Das hatten wir gemacht. Ne? Genau, jetzt gibt es hier Voodoo. Und dann hatten wir im Großen und Ganzen gedacht, okay, wenn ich jetzt F12 drücke, dann geht das Developer-Kit von Chrome auf und dann kann man eben ganz viele Dinge tun und dann kann man eben sehen, ah ja, welche Datei bin ich denn hier eigentlich gerade, was sind da für Skripte involviert, man kann Breakpoints setzen und alle diese fröhlichen Dinge. Wunderhübsch. So, dann machen wir jetzt ein bisschen mehr JavaScript heute. Und im Großen und Ganzen versuche ich mal so die so JavaScript für Leute, die schon programmieren können, innerhalb von 30 Minuten zu machen. Und gehe hauptsächlich auf so ein paar interessante Dinge ein. Am Ende eines langen Tages muss man das dann, wenn man es wirklich braucht, googeln. Das hilft nicht, das kriegt man nicht viel was anders hin. Und dafür gibt es aber eine Adresse, die hatte ich auf meiner Folie irgendwo drauf, auf irgendeiner von denen. Nein. Nein. Nur Umfragen? Na super. Wollte ich da drauf gemacht haben? Na toll. Das gab so eine Webschool. Die W3C School wollte ich eigentlich machen. JavaScript W3C School. Das müsste es ja. Die fand ich ganz cool. Hier gibt es an der Seite im Prinzip so eine Leiste, wo die ganzen Sachen mal aufgeführt werden. Was ist zum Beispiel ein JavaScript-Objekt und wie mache ich das? Da werden wir jetzt heute noch ein paar Mal nachgucken, wie das im Großen und Ganzen funktioniert. Okay. Lass uns mal gucken, wie weit Group Register 2 eigentlich ist. Das ist schon mal so ein minimales Ding, da ist schon so ein bisschen was drauf und an dem ziehen wir es ein bisschen auf. Tatsächlich möchte ich nachher mit euch heute insbesondere dynamische Datenstrukturen in JavaScript bauen. Also irgendwelche verzeigerten Strukturen. Und wir können von mir aus ruhig wieder unser Group Register nehmen, also wirklich wir kaufen zusammen fürs Grillen ein und rechnen nachher ab. Ne, da gibt es im Prinzip so ein Group Register Objekt. Dann gibt es da dran viele Leute, die machen mit und jede Person hat irgendwie ein bisschen was eingekauft und wir rechnen nachher zusammen, was hat der ganze Kram gekostet und teilen die Kohle durch die Anzahl der Leute und dann steht da nachher drin, so viel muss jetzt der und der noch bezahlen. Das wäre so ein Mini-Ding. Das ist ein Tick nicht interaktiv genug, also das hätte Michael jetzt auch noch hingekriegt, das ist schon so, dass man denkt, hey, ja, das macht irgendwie Spaß, wenn man das mal programmiert. Gehen wir wieder ins Eclipse. Dazu gab es
gucken wir uns dieses Group-Register HTML2 mal hier eigentlich drin an. Da habe ich noch JavaScript eingebettet in, sag doch mal schnell, in die HTML-Datei. Das mache ich jetzt normalerweise nicht mehr, weil die Google Developer Kits das nicht gut unterstützen. JavaScript, das in eine HTML-Datei eingebettet ist, da kann ich keinen Breakpoint setzen. Also ist das doof, deswegen mache ich das nicht. Also tatsächlich ist es auch so eine Separation of Concern und solche HTML-Seiten kriegen auch manchmal irgendwelche Webdeveloper, Webdesigner zu sehen, die dann diese Style-Sheet-Geschichten dann hübsch machen und die werden dann wirklich verwirrt, wenn die da sowas drin sehen. Deswegen ist das vielleicht auch keine gute Idee. Hier haben wir jetzt im Großen und Ganzen zwei Sachen gemacht. Ich habe hier in dem Tutorial stand, tu das in den Header, so einen Chart Min JavaScript eingebaut. Die Datei habe ich mir im Internet gezogen und lokal auf meinem Server, auf meine Platte getan, damit ich da nicht irgendwie so ein Forward auf irgendwas Fremdes machen muss. Bei JavaScript-Dateien gibt es tatsächlich immer noch so eine Policy. Du darfst normalerweise keine Dinge nachladen, insbesondere kein JavaScript nachladen, von einem anderen Server als von dem die HTML-Seite kommt. Das ist gegen Hacking gemacht, fürs bessere Sandboxen. Ne, dass nicht irgendeiner so ein kleines Skript-Tag in meine HTML-Seite reindonnert und dann alles mithorcht, was ich auf dieser Seite hier tue. Das wäre relativ leicht machbar und mich dann aber ansonsten auf den Originalserver weiterverweist. Tatsächlich geht das immer noch. Also wenn der es schafft, mich auf eine falsche Seite zu loggen, dann kann er prinzipiell sagen, ich baue meine Seite so auf, dass alles an den Originalserver durchgereicht wird und mache noch so ein bisschen was drumherum, so einen kleinen Decorator oder so einen Proxy. Von da aus, naja, ist halt so. Okay, das ist tatsächlich hier eine Bibliothek, mit der kann man diese Grafiken da malen, die wir da gerade hatten und die Animationen machen und solche Dinge mehr. Diese Aktivität möchte ich jetzt, dass ich irgendwo eine Canvas hinmache. Steht in dem Tutorial zu Chart, zu dieser Chart-Bibliothek. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Weißt du das? Die Chart, die JavaScript. Chart.js heißt die, genau. Die gibt es. Da steht in dem Tutorial halt, macht hier so ein Canvas-Ding, gibt dem einen Namen, so eine ID. Buzzy-Chart habe ich das jetzt, oder Buzz. Für Kaufchart, die können wir nachher in unserem Group-Register noch dazu nehmen. Gibt der irgendwie eine Größe oder solche Dinge mehr, lasst die ansonsten leer. Dann irgendwie so ein You're Welcome. Jetzt kommt hier dieses Skript. Use strict war da so eine Anweisung, wenn ich vergesse, eine Variable zu deklarieren, nörgel bitte rum, weil das passiert relativ leicht und es ist wirklich schöner, wenn einem das einer sagt. Und jetzt kommen hier die ersten Datenstrukturen. Puh, lass uns das mal irgendwie umbrechen hier, diese Zeile. Das nicht so lang ist. Erstmal, dieses Schlüsselwort VAR var definiert einfach nur, jetzt kommt eine neue Variable. In Java haben wir da immer so ein Typ hingeschrieben, so int i oder String-Text oder irgendwie so hatten wir die genannt. Das interessiert jetzt mal in JavaScript überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass die Sache ungetypt wäre in JavaScript. Tatsächlich hat jedes Element einen klar definierten Typ. Aber die Variablen eben nicht. Man kann in einer Variable am Anfang eines Programms mal eine Zahl reintun, nachher einen String, dann irgendwann eine Liste, dann irgendwann mal ein Objekt. Das ist überhaupt kein Problem. Da sind die vollkommen tiefenentspannt. Das ist wahlweise ein Bug oder ein Feature. Also im Vergleich zu Java ist die eine der Nachrichten, wenn man mit JavaScript-Sachen arbeitet, du weißt nie, was in der Tüte drin ist. Na, also wenn du auf irgendeinem Ding irgendwas aufrufst oder auf ein Feld zugreifst, ob dieses spezielle Ding dieses Feld tatsächlich hat oder nicht, das weißt du immer dann erst nachher. Na, also, und da gibt es keinerlei Garantien und auch, das ist halt alles mörderdynamisch. Ne? Aber hey, soll ja eine lebhafte Seite werden. Es gibt die üblichen Verdächtigen an Literalen, es gibt Zahlen, ne? Es gibt Strings mit doppelten Hochkommata, die kann man wahlweise, glaube ich, auch mit einfachen Hochkommata schreiben. Das ist total cool, wenn man einfache Hochkommata nimmt und in dem String ist ein doppeltes Hochkommata als Teil des Strings mit drin. Dann muss man die nicht mit so einem Backslash maskieren, sondern man nimmt einfach die andere Art von Hochkommata und da ist nur verloren, wenn in dem String, den man hat, beide Arten von Hochkommata schon drin vorkommen.
Das geht, das sind solche Sachen. Okay, das nächste, was es dann hat, sind Arrays oder Listen. Darüber streiten die Experten. Das sind die, die hier mit dieser eckigen Klammer hingeschrieben werden. Da drin sind viele, viele Dinge mit Kommata separiert. Hier haben wir sortenreine Listen, also eine Liste mit Zahlen und eine Liste mit Strings. Da gibt es aber auch überhaupt keine Veranlassung zu. Du kannst in ein und dieselbe Liste Dinge unterschiedlicher Typen reintun, andere Listen, Zahlen, Strings, Objekte, Funktionen, whatever you want. Da gibt es überhaupt kein Problem. Das kann man relativ leicht machen. Auf solche Listen kann man indexbasiert zugreifen, sagen, gib mir das Nullte, gib mir das Erste, gib mir das Zweite. Man kann Schleifen drüber machen, die üblichen Dinge, die man so tut. Spannender sind Objekte. So Klassen, darüber streiten die Experten, ob es das gibt. Es gibt in erster Nähe erstmal Objekte. Das sind Mengen von Tag-Value-Pairs. Das heißt im Prinzip, man öffnet die mit geschweifter Klammer, dann gibt man einen Tag an, einen Namen für ein Element dieses Objektes, für ein Datenfeld in diesem Objekt und dann den Wert, den dieses Datenfeld jetzt hier hat. Das ist im Prinzip wie eine Variablename, also letztendlich der Name von so einem Attribut, den dieses Objekt hier hat. Und das hat jetzt als Wert im Wesentlichen hier das. Und ich kann nachher diese Variable Data fragen, mit .labels bekomme ich eben dieses Labels-Field und da drinnen ist dann als Wert eben so ein Array. Und Data.datasets liefert dann Datensängen und Datasets sind viele, viele Objekte. Und so ein Dataset ist tatsächlich nachher so eine Zeitreihe, die in diesem Chart dargestellt wird. Und das hat ein Label, My Bias This Week, und Data sind die Zahlreihen, die hier dargestellt werden. Man kann prinzipiell in ein und derselben Chart mehrere Zahlenreihen darstellen. Machen wir das doch mal spaßeshalber. Copy-Paste kann ja nicht schaden. This Week machen wir dann auch Next Week hin. Da müssen wir jetzt nur irgendwelche neuen Zahlen ausfinden. Machen wir mal überall eine 100 davor. Dann hat man das schön auseinander, außer beim letzten. Ne? Okay, wenn wir die Seite jetzt starten, und das war HTML2, ne? Wunderbar. Die haben wir hier auch gerade. Dann haben wir zwei Zahlenreihen, die wir nicht sehen, weil sie so wahnsinnig grau sind. Na super, okay. Da müssen wir das mal gerade wegmachen. Chart.js, Options oder so ähnlich. Irgendwo gibt es eine Option für die Background-Farbe. Tooltip Fill Color. Nein. Background Color. Example. Fill Color, Stroke Color. Fill Color. Okay. Machen wir mal sowas Schönes. Ctrl-C. Das hat bestimmt irgendeinen Effekt. Bei dem vorderen oder bei dem hinteren? Trau mich nicht. Lass uns mal einfach nur eine machen. Gucken. Gucken, ob man was sieht. Wow. Hightech, ne? Jetzt haben wir das eine so ein bisschen heller gemacht, das andere ein bisschen dunkler. Und jetzt sieht man eben beide Zeitreihen. Irgendwo sollte der Name der Zeitreihe noch stehen. Das muss man wahrscheinlich extra angeben, wenn man das haben möchte oder nicht. Ne? Das geht also prinzipiell. Der Grund, warum ich das gezeigt habe, war nur, warum ist dieses Dataset eine Liste? Ne? Du kannst eben, da steht, heißt ja auch Dataset, viele Datenmengen, Zeitreihen angeben im Prinzip, die dargestellt werden müssen. Und jede einzelne Zeitreihe ist wieder ein Objekt. Das besteht aus vielen, vielen Informationen. Und die Spannende ist jetzt hier diese Data-Information, die dann sagt, ich möchte, das sind die Zahlen, die jetzt tatsächlich dargestellt werden sollen. Lauter fröhliche Fragen.
Ich bin relativ sicher, der ist da schmerzfrei. Also, ja, da hinten ist irgendwie was, aber unten keine Labels. Also ein bisschen schmerzfrei, aber nicht so richtig schmerzfrei. Ne? Also, hey, da steht irgendwas mit Sunday 4040. Also das sieht schon so aus. Hm. Geht einfach kaputt. Ne? Also manchmal schmeißt er dann auch schwere Exceptions, die man normalerweise nicht sieht, wenn man sich die Seite nur so anguckt, dann muss man eben wieder F12 klicken, dann kriegt man unten diese Konsole und manchmal gibt er da Error-Strings aus auf der Konsole, ne, aber nicht immer. Nö, das geht da ganz schmerzfrei drüber weg über die Nummer. Ne? Wir können ja wahlweise auch mal alles andersrum machen. Das ist halt ein Array, ne? Der macht diese Liste halt irgendwann lang. Lass uns doch einfach mal sowas machen hier. Na? Weil lustigerweise kann man das letzte Komma darf man übrigens einfach stehen lassen, das ist ihm auch gerade egal. Wir haben gesagt, die Java-Leute, die haben echt einen Hammer, who cares, ne? Ob da noch ein Komma steht oder nicht. Also, ja, das geht. Ne? Der macht dann nur so viele, wie er Labels hat. Oder wie er jetzt Zahlen hat. Und die anderen beiden Labels kommen von der anderen Kurve. Ja? Und lass uns die bei der anderen Kurve auch nochmal wegnehmen. Mal gucken. Ja, das geht auch. Ja? Und zu viele Zahlen, also mehr Zahlen als Labels ist doof, aber sonst ist es eigentlich kein Problem. Okay, so, jetzt hatten wir, das sind schon die wichtigsten Elemente, die es in JavaScript an Datenmodellierungsgeschichten hat. Wir haben Konstanten, Zahlen, Strings, das ist es im Großen und Ganzen. Auf Strings gibt es fröhliche Operationen, auch so eine Suche und Ersetze. Das ist so Template-artliche Dinge, das kann der intern, das ist eigentlich auch sehr hübsch. Das kann man eben nachlesen, das kriegt man eh nicht behalten, wenn ich es jetzt hier erzähle. Was wir merken müssen, es gibt die Literale, es gibt Listen von irgendwas und es gibt eben diese Objekte. Die Objekte sind so eine Art Hash-Tabelle, wenn einem diese Vorstellung hilft. Ne? Dann kann man über irgendeinen Key nach irgendeinem Value fragen und wenn es den Key da drinnen nicht gibt, dann kriegt man halt keinen Value und wenn man nicht nachfragt, dann kriegt man es auch nicht. Und man kann beliebig Daten, so Tag-Value-Dinger, Paare in diese Hash-Tabelle reintun und dann ist das fertig. Ne? Und das Spannende ist eben, es gibt überhaupt keine Beschränkung bei den Values. Das ist völlig frei. Ich würde euch gleich gerne noch was zeigen. Man kann in so eine Variable auch ohne große Probleme eine Funktion ablegen. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen eine schrägere Nummer. Dazu muss man wissen, in JavaScript wird im Wesentlichen interpretiert. Das heißt, bei jeder Ausführung einer Zeile liest er sich die buchstabenweise durch und überlegt sich, was könnte ich denn jetzt hier mal tun. Und das hat den schönen Effekt, dass man eben Codeblöcke auch zur Laufzeit neu zusammenbasteln kann. Es gibt ja keinen Kompilierschritt. Das heißt, man kann sich einfach überlegen, oh, ich generiere jetzt mal einen String, der aus A, B, C, D, E irgendwie was zusammengesetzt ist und oh, den führe ich, ich glaube, das ist ein Programm, was ich da gerade zusammengebaut habe, das führe ich jetzt aus. Na, und dann gibt es einen extra Eval-Befehl, dem kann man sagen, hey, führ dich doch mal aus. Dementsprechend kann man mit Funktionen, jetzt machen wir doch mal eine hier, var f, weil ich so ideenlos bin, var fu oder ggt, komm, gib mir ein ggt, ist gleich und dann sagt man h, function, das ist ein Schlüsselwort, das ist eine Funktion, die kriegt zwei Parameter, nämlich a und b, na, und Typen angeben macht jetzt nicht wirklich Sinn, da muss man Komma machen, glaube ich, oder? Typen angeben vor die Formalparameter macht jetzt irgendwie keinen Sinn, weil ne, interessiert eh keine Sau. Und dann sagt man geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu. Und jetzt hat man eine Funktion. Wunderhübsche Geschichte. So, und da kann ich jetzt was reinschreiben. Ich könnte jetzt hier auch irgendwie versuchen, diesen kompletten String anders zusammenzusetzen. Aber hey, kann ich auch so machen. GGT, das kriege ich nie zusammen. Return A. Na, müssen wir nur richtig aufrufen. Ne? Also, das gefällt euch nicht. Okay, A plus
B halbe oder so, ne? Es kommt dem schon ziemlich nah. Wir können auch Return 2 machen oder so, ist auch gerade egal. Na, und ja, das kann ich jetzt auch aufrufen. Ne? Wäre überhaupt kein Problem. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, irgendwie war x wird zu GGT von, jetzt müssen wir was machen, was geht. 12 und 24. 18 ist als GGT ein bisschen viel, ne? Also das mit A zurückliefern war doch besser. Ja. Von 12 und 36, damit es ein bisschen spannender ist. Und okay, dann wollen wir dieses x mal ausgeben, weil es dann auch schön ist. Lass uns das da oben in so eine Menge reintun. Ne? Dann sagen wir doch mal so Data. Da die Datasets. Ah, jetzt fehlt mir hier das Comp Problem. In HTML ergänzt Eclipse überhaupt nichts. Wenn ich das in eine richtige JavaScript-Datei machen würde, würde er mir wahrscheinlich an der Stelle was ergänzen. Die Experten behaupten, IntelliJ macht das 20 Mal besser. Gekauft. Ne? Also, ne, aber hey, Copy-Paste tut's auch. Also Data.datasets, damit greife ich jetzt auf dieses Array von Datasets hier zu. Ne? Und da nehmen wir mal die Komponente 0. Das ist ja ein Array, da kann ich mit eckigen Klammern drauf zugreifen. Und jetzt habe ich ein Objekt, wenn ich es genau sehe, nämlich dieses hier. Da möchte ich auf das Data zugreifen. Na, das ist dann unten die Zahlenreihe, wenn ich das richtig habe. Und zwar von dem ersten. Und da möchte ich an dem Array noch ein Element hinzufügen. Na, und das geht, glaube ich, mit Push. Na? Arrays, da gibt es eine Push-Operation, da kann man dann sagen, und zwar x. X. Semikoli will er haben, ja. Genau. Hey, lustige Sache. Ausprobieren. Hier ist einer mehr und es steht 12. Muss stimmen. Na? Wollt ihr es debuggen oder glaubt ihr mir das Ding so? Na, weil die hier die beiden Dinger nicht überdecken. Na, und ansonsten ist es, glaube ich, die Reihenfolge, in der die angegeben werden, welcher vorne, welcher hinten ist oder so. Keine Ahnung. So, damit haben wir alles gelernt, was wir über den Umgang mit solchen Datentypen wissen müssen. Na, also mit Punkt greift man auf die Elemente zu, auf die Felder zu, mit eckigen Klammern auf die Listen. Und es gibt dann eben noch die üblichen Push- und Pop-Operationen, mit denen man so auf Listen so rumeiert. Das ist nicht wirklich. Du kannst auch ein Insert machen, du kannst in dem Array irgendwo in der Mitte ein neues Element reinlöschen, du kannst eins rauslöschen, lauter solche fröhlichen Dinge. Nochmal spannend war, man kann in eine Variable auch einen Text reintun, eine Funktion reintun. Ich habe das hier in dieser Form formuliert. Das ist eine andere das ist eine Schreibweise für, man kann das auch so machen, glaube ich. Function GGT. Dann sieht es ein bisschen mehr so aus, wie man das so kennt. Ne? Und ich glaube, das funktioniert dann immer noch. Weiß ich aber nicht. Ja, sieht gut aus. Man kann auch, wenn man Lust hat, den Namen weglassen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Jetzt ist das Ding so ein bisschen schwer aufzurufen. Außer an dieser Stelle. Da kann man es aufrufen. Bitte, dann brauchen wir aber Parameter. 12, 36, komm, geben wir ihm noch eine 42. Na, und das interessiert ihn jetzt aber mal gerade gar nicht. Also Anzahl Parameter zählen oder sowas, völlig neumodischer Kram. Das wird völlig überbewertet, braucht kein Mensch. Ich würde sagen, das geht immer noch. Na, überhaupt kein Ding. Die sind wirklich tiefenentspannt. Diese JavaScript-Leute, was man alles so machen darf. Man kann so eine Funktion auch fragen, kannst du mir mal deinen Quelltext geben? Dann kriegt man so einen String zurück. Dann kann man auf diesem String suchen und ersetzen sagen und dann sagen, oh, definier dich mal neu. Macht man so ein Eval und dann hat man die Funktion geändert. Du kannst zur Laufzeit den Code von so einer Funktion patchen, ist überhaupt kein Ding. Also mit
mach mir eins dringend raus, mach Suchen, Untersetzen drauf, Groß-Kleinschreibung ändern, irgendeinen Kram, dann evaluier dieses ganze Ding wieder, schon fertig. Ist überhaupt keine Nummer. Ne? Also das geht ganz, ganz einfach. Man kann noch viele fröhlichere Dinge damit tun, also kann man alles machen. So, dann lass uns auf das nächst schönere Beispiel gerade gehen, Group Register 3, und gucken wir mal, was ich da so getrieben habe. Ich habe hier noch jQuery dazu genommen. Das hatten wir schon mal kurz angesprochen. Das ist im Prinzip eine Bibliothek, mit der ich auf diesem Syntaxbaum von der HTML-Seite ein bisschen schöner rumeiern kann und Suchen und Ersetzen drauf machen kann. Deswegen, und die hat man eigentlich immer dabei. Also kann man gar nicht dafür. Dann habe ich hier so diese Chart-Seite wieder und habe jetzt aber das Skript nicht mehr in der HTML-Seite, sondern ausgelagert in groupregister.javascript. Das müsste dann hier sein. Tja, ne, aber sonst ist das eigentlich noch die gleiche Datei, die wir hatten. Wochenende mal umbrechen. Jetzt ist das eine eigene Datei, dann kriege ich ein bisschen mehr Hilfe von Dings. X wird zu data. Hey, dann hat er plötzlich solche Dinge, dass er completion kann. Ne, weil das nicht mehr in der HTML-Seite kann. Aber nicht so schön wie in IntelliJ, das gebe ich zu. So, im Prinzip ist das Gleiche, was wir vorhin hatten. Man möchte, wenn man so einen Chart malen möchte, muss man sagen, gib mir so eine Beschreibung, so einen Datensatz, so eine Datenstruktur, was soll ich eigentlich hinmalen? Und die umfasst halt so eine Liste von Labels und dann eben eine Liste von Zahlenreihen, die dargestellt werden sollen. Da kann man noch viele mehr Dinge hinterlegen, Farben, Beschriftungen, Titel, Größen, all mögliche Kram, die man da noch so haben möchte, in der Doku nachlesen. Na? Kein Ding. So, dann muss man, dafür habe ich jetzt hier diese jQuery-Bibliothek verwendet, aber wohl die getElementById geht noch normal. Document ist eine vordefinierte Variable, das ist die Wurzel von der HTML-Seite. Die kann ich mit getElementById fragen, oh ja, gib mir doch mal das Objekt mit der ID BiceChart. Scheißname, kann ich nicht gut aussprechen. BiceChart war dieses Canvas, was wir gebaut hatten. Das hatte diese ID. Und aus irgendeinem Grund muss man sagen, gib mir den Kontext 2D, das möchte das Chart gerne haben. Das bedeutet einfach nur, gib mir irgendwas, wo ich mit 2D-Vektorgrafik drauf rummalen kann. Und das ist dieser Kontext. Und dann gibt es jetzt hier noch zusätzliche Dinge, die ich eingebaut habe, wenn wir uns die Seite mal gerade angucken. Ha, 3. Ich habe hier oben so 2 Textfields eingebaut als Formulardinger, einfach damit man Zahlen eingeben kann und diese Zahlenreihe dynamisch erweitern kann. Ne? Okay, und das ist dieses Number, müssen wir vielleicht hier nochmal reingucken, das war hier, Input Number, Input Amount und so ein Button, das sind diese 3 Elemente. Da habe ich so ein P drum gemacht, damit ist das so ein Paragraph. Irgendwer sollte da mal so Class und Spring Bootstrap Geschichten dran machen, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Da hatte ich jetzt gerade keine Zeit für. Wunderhübsch. Das ist, wie das im Wesentlichen aussieht. Und jetzt hatte ich ja im Prinzip gesagt, Toll 42 möchten wir jetzt hier gerne noch dargestellt bekommen. Ich möchte das Canvas prinzipiell erweitern zur Laufzeit. Ne? Dafür habe ich an den Button so eine On-Click-Methode drangehängt, die heißt ExtendChart. Also eigentlich steht hier ein Stückchen JavaScript-Code, der ausgeführt wird. Und da steht im Augenblick halt genau ein Methodenaufruf. Ich könnte da auch GGT von 12 und 42 hinschreiben oder was auch immer ich möchte. Oder X wird zu X plus 1 oder var irgendwie was. Wenn ich da var X wird zu 112 hinschreibe, wo ich dann auf dieses var zugreifen kann, ist mir völlig unklar. Wahrscheinlich von überall. Ne? Aber wie da die Scoping-Regeln sind, habe ich nicht völlig geblickt. Nehmt nicht so viele gleiche Variablen, dann habt ihr damit keinen Ärger. Ne? Und im Zweifelsfall fragt den Debugger, kann ich das jetzt sehen oder nicht? Ne? Der wird das schon wissen. On-Click Extends Shirt, genau. Das wollte ich gar nicht. So, das ist also dann hoffentlich hier irgendwo drin. Das ist diese Methode, ExtendChart. Der nimmt dieses NumberField, das ist hier prinzipiell eine globale Variable.
Das ist vielleicht was, was wir gerade mal besprechen müssen. In JavaScript gibt es relativ wenig Möglichkeiten, sein Programm zu strukturieren. Und es gibt typischerweise immer einen globalen Namensraum, wo alles drin landet. Das hat dann den Effekt, dass wenn ich hier bei Variables mal gerade gucke, wo waren sie? Ich sage, ich kenne euch, kommt hier vor, Callstack. Okay, wir müssen mal irgendwie auf den Breakpoint laufen, damit das klappt. Gehen wir mal hier hin, machen mal hier so einen Reload und dann irgendwie. Super klappt das. Kein Breakpoint, warum nicht? Op Register. Der hält da nicht an. Hä? Finde ich jetzt ein bisschen gemein. Hm? Ja, oder so, ne? Nö. Das ist irgendwie die falsche Group Register JavaScript. Angular, lauter lustige Dinge. Sources. Genau. Die ist hier. Anderes Beispiel. Ha. Oder? Nee. Das stimmt nicht. Genau, das ist nämlich der Eclipse Workspaces. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er das aufeinander mappen soll. Map to File System Resource. Server. Ja, genau. Okay. Haben wir das mal vorgemacht. In Chrome, in diesen Developer-Tools, muss man, wenn man direkt aus Chrome raus auf Dateien editieren möchte, dem sagen, oh, hier gibt es ein Verzeichnis, da sind Dateien, die lade ich manchmal. Dann legt man einen sogenannten Workspace an. Add Folder to Workspace. Bedeutet, lege irgendeine Festplatten direkt da bitte als Workspace hier an. Danach muss man noch sagen, die Datei, die du gerade vom Server bekommen hast, oder jetzt hier über File Doppelpunkt, ist die, die in dem Folder liegt. Dann mappt man die aufeinander und danach kann man debuggen. Hoffe ich jetzt mal. Hey, schon stehen wir da drauf. Wunderhübsch. Warum der hier nicht mit Ctrl Plus größer wird? Klar wird er mit Ctrl Plus größer. Wunderhübsch. Ja. So, das brauchen wir ja nicht so groß. Und was ich euch zeigen wollte, war der Callstack hier. Und da gibt es, wenn man tief genug runtergeht, globale Variablen. Zeigt euch hier Feichlinge. Variables, wo sind die? Callstack. Noch mehr rechts? Da, Global. Genau. Das sind die, die ich euch zeigen sollte. Und da sind irgendwie ein paar drin. Na, also ganz schön viele Dinge. Da müsste auch irgendwo dieses Dokument sein, bei den Kleinbuchstaben. Da. Ne, das ist die globale Variable, mit der ich auf den Dokumentenbaum zugreife. Da gibt es aber noch viele fröhliche mehr. Ein Decode, DRL, irgendein Data. Das ist tatsächlich, das haben wir deklariert. Ne, ist auch eine globale Variable. Und man kann das mit relativ wenig Aufwand schaffen, eine neue Variable zu deklarieren, mit der man eine überschreibt, die es schon gibt. Und ich weiß nicht genau, ob useStrict dann irgendwie nörgelig ist. Ausprobieren. Würde mich auch mal interessieren. Versuchen wir doch mal ein Dokument zu überschreiben. Das hat bestimmt fröhliche Auswirkungen. Haben wir die Breakpoints alle weg? Weiß ich nicht genau. Ja, machen wir doch was Einfacheres. Machen wir einfach nochmal ein VAR-Data. Gucken wir mal, was passiert. Na, wenn wir das jetzt laden. Hey! Ja, er sagt, dein Data ist kaputt. Na, aber dass ich das jetzt zweimal deklariert habe, das stört ihn gar nicht. Na? Und tatsächlich ist das ein mittelgroßes Problem in diesen JavaScript-Dateien. Wir sind da bis jetzt sehr lässig mit umgegangen. Ne? Wir haben hier lauter fröhliche Variablen. Data, Context, Numberfield, Amount, MyLineChart, ExtendChart ist letztendlich auch eine Variable nachher, ne? Wo dann eben eine Funktion in diesem als Variablen-Content hinterlegt ist. Haben wir hier deklariert und haben uns nie darum gekümmert, oh, könnte es vielleicht sein, dass wir eventuell jetzt gerade einen globalen Namensraum zerstören? Wer weiß. Ne?
Das soll man eigentlich nicht machen. Und es gibt disziplinierte Menschen, die machen das auch viel besser. Die sagen, also grundsätzlich muss es immer, wenn ich sowas mache, in irgendeine Funktion verkapselt werden. Ne? Du musst das wegkapseln, das darfst du so nicht tun. Und am allerbesten ist, wenn diese Funktion anonym ist. Weil dann wird kein neuer Name im globalen Namensraum eingeführt und dann ist alles gut. Und dann macht man eigentlich dann sowas, dass man sagt, oh ja, ich mache hier jetzt ganz außen so eine Function, gibt ja gar keinen Namen, gibt ja auch keine Parameter, mache irgendwelche geschweiften Klammern auf, aber noch nicht wieder zu, so, und gehe halt ganz bis hier unten runter, mache sie da wieder zu und dann mache ich, damit das auch ausgeführt, dann noch sowas dahinter. Ne, also das hat jetzt mal den globalen Namensraum in erster Näherung noch nicht getötet oder irgendwie verändert. Ne? Du kannst, es gibt auch Befehle, mit denen du den globalen Namensraum manipulieren kannst, kannst Variable löschen, fröhliche Dinge tun. Das tut man aber nicht. So, jetzt haben wir hier das Problem, wenn ich das so mache, läuft meine Dings nicht mehr, weil ich auf dieses Extend Charts, das habe ich angemeldet, als ruf das bitte auf. Das ist im globalen Namensraum aber nicht mehr sichtbar. Das ist ganz doof gelaufen irgendwie. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Das geht so erstmal nicht. Das heißt, am Schluss kommt man dann doch nicht drum rum, zu sagen, na gut. Na, also var group register. Eine Variable mit dem Namen meiner Bibliothek, den exportiere ich nach außen. Da komme ich meistens nicht drum rum. Ich kann so ein if-def machen. Oh, wird dieser Name schon von irgendjemandem benutzt? Dann weiß ich jetzt nicht genau, was ich dann gebe ich auf oder gebe ich eine Fehlermeldung oder sowas. Aber ja, prinzipiell ist das ein Problem. Wenn man das so macht, muss man ein bisschen aufpassen. Diese lokalen Variablen, hier diese Data 42 muss als erstes mal weg. Dieses Data-Ding hier überlebt jetzt halt nicht lange. Ne? Und jetzt müsste ich außerdem hier an der Stelle hier das Group Register davor schreiben. Mit Punkt. Ne? Also Group Register ist ja der Name von dem Objekt, was ich gerade gebaut habe, diese Variable im Großen und Ganzen, wo die Funktion im Großen und Ganzen drin ist. Und dot extend chart kann man prinzipiell zugreifen, aber ich glaube, da muss man so einen Sys davor schreiben, damit das funktioniert. Das weiß ich aber nicht genau. Ich mache das mal gerade alles rückgängig, weil es doof ist. Und ihr merkt euch das mal gedanklich. Oh, da muss man aber ein bisschen aufpassen. Wir sehen gleich ein Beispiel, wo ich es ein bisschen besser gemacht habe. Und das hier muss auch noch weg. So. Ist wieder heile? Das war Data 42 muss weg, genau. Und der Aufruf hier muss auch wieder repariert werden. Hey, jetzt ist das erstmal wieder soweit in Ordnung. Ne? Vielleicht noch, was habe ich gemacht? Und danach gehe ich nochmal auf so ein paar more sophisticated Dinge ein, was man noch machen kann in Richtung Klassen und Datenmodellierung. Erstmal im Wesentlichen ist das hier dieses Extend Chart und wir gucken uns kurz an, was das so treibt. Das macht, fragt sich dieses Numberfield. Und dann nach dem Value. Nochmal, Numberfield ist getElementById, ein Element aus dem HTML-Baum. Ne, das ist dieses Eingabefeld und mit Value habe ich gegoogelt, greift man drauf zu, was haben die Leute da eingetippt. Ne, und das gleiche ist hier bei diesem, warum heißt das eigentlich Numberfield? Gute Frage. Alt-Shift-R. Ha, kann er nicht. Super. Kann man nicht ein Rename drauf machen. Dann bleibt es so. Ich hatte da mal vor, Nummern einzugeben. Aber letztendlich wird das Label hinten bei dem Chart nachher, der Chartname. Okay, dann besorge ich mir im Prinzip die Werte dann. Dann sage ich data.labels. Das ist, nochmal, data ist unser Chart-Datensatz. Labels sind die ganzen Namen, die unten am Rand unten drunter stehen. Push Number, damit trage ich im Prinzip unten ein neues Label ein. Und dann data.datasets von 0.data. Dort push amount, damit trage ich die neue Zahl in diese erste Datenreihe ein. Ne, geben klar? Ne, und wenn man das 30 Mal gemacht hat, dann geht das auch. So, und jetzt muss ich das Canvas, das alte Canvas, das alte Chart, was ich da gemalt habe, da will ich jetzt ein neues haben. Ich habe am Anfang einfach immer nur Redraw aufgesetzt, dann malt er die alle übereinander. Man muss vorher nochmal irgendwie so ein Clear machen und ich habe jetzt nichts Besseres gefunden als, und jetzt hier dieser Dollar. Ah, Mist, Entschuldigung. Dieser Dollar,
Das ist der Name der einzigen Variable, die jQuery.JavaScript euch zur Verfügung stellt. Die jQuery-JavaScript-Bibliothek hat auch viele, viele, viele Funktionen und Sachen und Machen und Tun und liefert aber nur einen Bibliotheksnamen als neue Variable in den Global Scope und den haben die Dollar genannt, weil sie es gut fanden. Also, und auf diesem Dollar kann man jetzt auch mit runder Klammer direkt irgendwie eine Anfrage machen und wenn man sagt, ich suche gerade nach dem Ding, das heißt BiceChart oder hat die ID BiceChart, das schreibt man so. Ne? Und das kürzt im Wesentlichen ein Document Get Element by ID ab. Ne? Also hier steht Document Get Element by ID by BiceChart. Und das schafft es aber dann, da kann man dann sagen, hey, replace with. Und dieser replace with Methode ist relativ cool. Der gibst du einfach so einen String mit einem HTML-Beschreibung drin und der baut das in die HTML-Seite an die richtige Stelle ein. Das heißt, ich muss jetzt nicht so Befehle machen wie erzeuge mir einen neuen HTML-Knoten, häng da ein Kind dran, häng da noch ein Kind dran, sondern ich schreibe einfach irgend so einen Text, so wie ich es in der HTML-Datei auch schreiben würde und sage, bau das mal da ein. Na, und dann sage ich ihm, hey, mach doch ein neues Canvas. Nenn es BiceChart. Na, wenn ich jetzt hier ein anderes Namen gebe, ist das Ding im Arsch. Dann findet er beim nächsten Aufruf das Ding nicht mehr wieder. Na, also da wird wirklich das alte Canvas in dem HTML-Baum wird getötet und da wird ein neues Canvas hingehängt, macht eine Width 400 und eine Height 400 und fertig. Wichtig an dieser Stelle, jetzt müssen wir uns den Kontext neu besorgen. Kontext war diese 2D-Grafikbibliothek, Graphics, mit der man da malen kann. Und jedes Canvas hat sein eigenes hier 2D-Malfeld, das müssen wir uns neu besorgen. Da habe ich wieder so ein Document Get by ID gemacht, das hätte es glaube ich nicht gebraucht. Ah, das ist Copy-Paste-Code und wieder dieses Get-Context und dann kann ich sagen, oh je, mal mir dieses Chart neu. Das geht bestimmt auch irgendwie leichter. Ich hätte vielleicht auch diesen Kontext sagen können, mach mal so ein Clear, um dann mal den Chart neu. Das ist aus der Musterlösung. Ne? Das weiß ich nicht genau, ob es noch schöner geht. So, was haben wir jetzt gemacht, wenn hier Extend Chart aufgerufen wird? Wir besorgen uns das neue Label, die neuen Wert und malen ein neues Chart. Ne? Und das ist ziemlich genau das, was hier passiert. Wenn ich jetzt Hello World schreibe, 42, dann machen wir mal 84, dann kriegen wir eine schönere Zahl. Wump. Und dann steht hier unten Hello World und ein ganz hoher Peak. Ne? Und ein Balloon Help und all dieser Kram. So, das ist im Großen und Ganzen, wie so JavaScript-Sachen immer funktioniert. Du manipulierst diesen HTML-Baum, der gerade angezeigt wird und das geht so affenartig schnell, dass das für den Benutzer das Gefühl hat, der kriegt einfach nur, das Bild würde sich dynamisch ändern. Okay? Jetzt wollen wir mal schönere Sachen machen. Das heißt, jetzt wollen wir hier nicht nur List of Buys of Last Week machen, sondern wir wollen tatsächlich so ein Group Register machen. Das heißt, wir wollen eine Liste von Personen haben und pro Person wollen wir ganz viele Einkäufe haben, die bestehen aus, was habe ich denn gekauft, was hat es gekostet. Ne? Und danach hätte ich gerne so einen Chart, wo pro Person dann immer so ein Balken von mir aus mal gerade ist, wie viel hat der denn bezahlt und wie viel Geld kriegt er noch. Das wäre irgendwie cool. Und das Ganze soll entstehen, während ich tippe. Ne? Also nach jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Buchstabe gedrückt habe, soll sich das Bild aktualisieren. Damit es so richtig live ist und damit Michael gelb wird von Neid. Im Großen und Ganzen. Damit ihr seht, was ich mache, ist viel toller als das, was Michael macht. Okay. Das ist so im Großen und Ganzen der Plan. Dafür gibt es noch eine Sache, die ich gerne ergänzen möchte, die wir über JavaScript noch nicht gelernt haben. Und das tue ich jetzt mal irgendwo hier dazu. Es gibt, ich möchte jetzt sowas haben wie so ein Objekt, von dem ich doch glaube, dass es bestimmte Eigenschaften hat. Also eigentlich möchte ich eine Klasse haben, wo ich dann anschließend new sagen kann und dann Instanzen davon machen kann. Was Ähnliches gibt es in JavaScript und bei denen nennt sich das ein Function Prototype oder Prototypen im Großen und Ganzen. Das heißt, ich mache jetzt eine neue Function. Ich nenne die mal Participant, User von mir aus. Das ist halt einer, der mitmacht oder Participant. Oh, ist so ein, kann ich auch so schlecht sprechen. Participant.
gepennt und ich folge jetzt dieser internationalen Konvention, dass wenn es irgendwie mehr eigentlich so eine Klasse ist, fängt es mit einem Großbuchstaben an. Und die muss bestimmt Parameter haben, sonst ist es keine Funktion. Und fertig. Und dann sage ich, ja, die soll so gewisse Eigenschaften haben. Und da gibt es tatsächlich einen SIS, das habe ich verstanden, ich auch nicht genau, warum. Damit kann man jetzt sagen, oh ja, ich greife auf ein Attribut dieses Dings zu. Eigentlich ist so eine Funktion eigentlich auch, definiert jetzt gleichzeitig ein Objekt oder ein prototypisches Objekt, also so eine Hash-Tabelle plus irgendwelcher Code, der dann noch dazugehört, um das Ding zu bauen. Und da greift man eben auf diese Datenfelder mit SIS zu. Man kann das dann nachher auch anders machen, aber jetzt im Augenblick ist das der einfachste Weg. Und dann sagt man so sys.name, ja, ich definiere den mal leer oder sowas, ne? Oder Fragezeichen, finde ich jetzt mal ein sehr schönes Null-Objekt an dieser Stelle. Und sys.saldo wäre jetzt mal, wie viel hat der insgesamt schon gekauft? Und Saldo ist ein Total, wäre das jetzt eher, was hat er insgesamt schon gekauft und Saldo, wie viel muss er den anderen noch abgeben? Solche Dinge könnten wir ja mal machen. Ne? Das ist jetzt eben eine Klassendefinition. Hurra! Und wenn wir das so machen, dann können wir jetzt nachher nach einem var Albert, weil der mitspielt. Und jetzt schreiben wir tatsächlich ein New. Das kam mir richtig, ich habe gedacht, hurra, ich bin doch noch zu Hause. Java und JavaScript hat was miteinander zu tun. Da kann man jetzt schreiben, New Participants, ich glaube so, ne? Aber mit Klammern, ne? Man ruft eigentlich die Funktion auf mit New davor. An und für sich ist das hier ein Konstruktor, wenn man das so möchte, ne? Der das schreibt. Okay? So leicht, so einfach. Jetzt haben wir also schon mal einen Beispiel-Participant. Ich finde, der sollte was kaufen. Dann nehmen wir so eine Function. Ich nenne das immer Item. Ich weiß nicht genau, ob das ein guter Name ist im Englischen. Kann ich nicht genau sagen. Und das hat sowas wie, ich nenne es jetzt mal gleich Label oder Description. Description. Label ist einfacher zu schreiben und auch leichter zu sprechen. Label. Und wenn wir nichts Besseres wissen, machen wir da mal so ein Fragezeichen hin, dann kriegen wir keine Null-Pointer-Exception. Und Amount, also ist im Prinzip, was das gekostet hat, im Zweifelsfall nichts. So, wenn ich jetzt gleich sowas mache wie war first by, wird zu new item, dann habe ich das relativ sichere Gefühl, dass dieses FirstBy ein Objekt ist, das ein FieldLabel hat und ein FieldAmount. Das kann durchaus sein. Also da gibt es eine relativ große Restchance, dass das funktioniert. Tatsächlich kann ich nachträglich dem FirstBy auch neue Properties geben. FirstBy cool wird zu 42. Spricht überhaupt nichts dazu. Ne? Also first by ist prinzipiell ein Objekt, dass ich das mit new erzeugt habe, ist dem gerade egal. Das ist eigentlich eine Hash-Tabelle und ich kann da jederzeit einen neuen Eintrag machen, ist überhaupt kein Ding. Ne? Ich kann auch sowas machen wie first by dot irgendwas mit remove, aber schlag mich tot. Delete. Ja. Ich kann das Property, das er hat, auch töten. Ich kann ihm auch einfach so ein Element aus dieser Hash-Tabelle wegnehmen. Ne? Das heißt, nur weil ich das mit new erzeugt habe, das Objekt ist nicht garantiert, dass es tatsächlich diese Properties hat, auf die ich da zugreife. Es gibt eine relativ coole Chance. Also wer armen, hilflosen Objekten Properties klaut, ist ein ganz, ganz schlechter Mensch. Tut man eigentlich fast nie. Man überschreibt die manchmal mit anderen Werten, aber klauen tut man denen eigentlich nie nicht. Also es gibt eine gute Chance. Tatsächlich sehe ich diesen First Buy aber auch nicht an, wie es entstanden ist. Ne? Also es gibt jetzt überhaupt kein Problem, dem First By anschließend hier irgendwie so ein neues Objekt zuzuweisen. Ne, da spricht überhaupt nichts dagegen. Das kann man alles ohne Probleme machen. Sind halt tiefenentspannt, die Jungs. So,
Tatsächlich müssen wir diese Properties ja vielleicht auch mal setzen. Also jetzt nehmen wir mal diesen First By hier. Und da das Label. Hey, da kann er Completion. Natürlich Bier. Na? Und First By dot Amount. Ja, 12,20 €. Ne? Ich möchte wetten, das schreibt man mit Punkt hier. Die Float-Nummern und dann machen wir noch eine 42 hin, weil es cool ist und dann ist eigentlich alles schon schön. So, jetzt wollen wir eigentlich dem Albert diese Einkäufe zuordnen. Ne? Das heißt, Albert dort, ja, Mist. Albert hat keine Einkäufe. Dann geben wir doch dem Participant so ein sys.bytes. Bytes ist immer noch ein schlechter Wort. Items. Ne? Und das initialisieren wir mal mit einem leeren Array, damit wir wissen, was wir da rein tun wollen. Und dann kann ich jetzt hier sowas machen wie albert.items.push. Und da schreibe ich jetzt den First By rein. Hilfe, irgendwas ist schief gegangen. Alles weg? First By. Na? Okay, und dann machen wir doch mal. Bitte? Dann machen wir doch mal jetzt, um zu gucken, ob das alles geklappt hat, hier unserem Dataset die Elemente noch hinzu. Na? Also data.labels war das doch, glaube ich. .push Albert.items von 0.label. Oh, da gibt er auf. Das kann er nicht mehr. Items von 0, sagt er, da weiß ich nicht, was du willst. Na? Ist das wahr? Ich ziehe die Dinger mal runter, dann haben wir die ein bisschen dichter beieinander. So. Albert Items Push, First By. Wunderbar. Data Labels Push, Albert Items. Ja. Und da Label finde ich richtig gut. Das müsste gehen. Und dann data.datasets. Eckige Klammer 0. Das ist der erste Datensatz. .data. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Dot push. Und dann eben Albert Items 0. Und das Ding haben wir genannt Amount. Ne? Oder cool. Könnt ihr euch aussuchen. Okay. Ausprobieren. Da steht Bier und da steht 12,20. Das hat irgendwie funktioniert. Na? Und wir könnten jetzt aber durchaus nochmal irgendwie versuchen, das uns hier im Debugger anzugucken, oder ist langweilig? Glaubt jeder, das geht, ne? Machen wir Hausaufgabe draus. Okay. Na? So, jetzt haben wir im Großen und Ganzen, was wir brauchen. Wir haben Participants, also wir haben erstmal, ja, Konstruktoren, nennen wir sie doch Konstruktoren. Klassen ist wirklich nicht das richtige Wort. Wir haben Konstruktoren, mit denen können wir uns Objekte bauen, die so ein bisschen vordefiniert sind. Man könnte so einem Konstruktor auch eben Parameter mitgeben, das wäre jetzt überhaupt kein Problem. Hier dem Item könnten wir auch sagen, Function Item A, na I für Item, ne? Oder New Item und das jetzt hier einfach in der Zuweisung verwenden. Und dann, weil wir lustig sind. Bitte? Ah ja, das macht viel mehr Sinn. New Label wird zu. Und da hatten wir eine Fragezeichen oder sowas, weil es vorher auch da drin stand. Dann ist es jetzt wieder gleich, ne? Dann könnte ich, oder ich schreibe eben hier das direkt das Bier hin und lasse das Ding hier weg.
ist eigentlich schöner. Ne? Also man kann sich Konstruktoren bauen. Jetzt ist JavaScript auch nicht wirklich sauer, wenn du das hier weglässt. Ne? Also beim Aufruf den Parameter weglässt, ja, mein Gott. Das wird, Parameter zählen wird ja überbewertet. So gesehen kann ich den Default-Konstruktor immer noch benutzen. Der tut auch immer noch das, was man so denkt. Und deswegen ist auch alles gut. Ne? Also, echt? Okay, wir wissen es nicht. Gut. Worauf wollte ich? Wir können sowas Ähnliches wie Objekte ineinander schachteln oder Pointer auf andere Objekte haben und Listen von anderen Objekten, also zu N-Assoziationen und zu 1-Assoziationen. JavaScript ist nicht so furchtbar tiefenentspannt, wenn du so zyklische Datenstrukturen hast. Du kannst das bauen. Lass uns das mal gerade machen. Ich finde es eigentlich immer schöner, wenn dann so ein Item auch weiß, von wem er gekauft worden ist. Ne? Also sys.owner und das initialisieren wir mal nicht. Geht das? Na, irgendwie so. Ich möchte das da gerne hinschreiben. Und die Idee ist dann, dass wir da, wo wir hier geschrieben haben, albert.items.first push first by, anschließend noch für die Rückrichtung sagen, first by.owner wird zu Albert. Das wird er machen. Das stört ihn jetzt erstmal großartig nicht. Das hat, glaube ich, auch noch funktioniert. Hier 1220, ja. Lass uns mal hier so einen Breakpoint setzen und das nochmal tun. Dann sehen wir gleich ein bisschen mehr. F10 ist, glaube ich, dieses Vorwärtsscrollen war irgendwie ganz weit hinten. Wie heißt die Taste? Für die, mach mal den nächsten Befehl. Da sind die Knöpfe, genau. F10, sage ich doch. First by, first amount, first by cool, Albert items push, first by und jetzt die Rückrichtung. Das hat er alles gemacht. Und wenn man sich jetzt die lokalen Variablen anguckt, die waren doch Callstack. Wir sind in einer anonymen Function. Nee, das sind Breakpoints. Die wollte ich nicht. Das ist immer so der zweite Weg. Nehmen wir mal Albert, oder? Hey, das gibt's. Albert, da steht jetzt sogar dabei, dass das ein Participant ist. Der steht drin, der hat Items. Der hat einen Namen, der ist noch Fragezeichen. Finde ich jetzt gerade mal schade. Habe ich den noch nicht gesetzt? Ein Saldo und ein Total. Und er hat Items. Und der nullte Item, der hat 12,20 Euro gekostet, ist cool. Und hat als Label Bier. Das hat soweit erstmal funktioniert. Ne? Und der hat einen Owner. Das ist einer, der hat Items. Und der hat Amount und das ist irgendwie Bier. Ne? Das ist aber so wie in JavaScript auch. Du kannst diese zyklischen Datenstrukturen beliebig häufig durchlaufen. Wenn du nachher so eine Datenstruktur serialisieren möchtest und möchtest sie per HTTP Post oder sonst irgendwas an den Server schicken, und da ist so eine Schleife drin, dann geben die meisten Werkzeuge auf. Da kommen komische Effekte. Kann man machen, muss man machen, nicht machen, wie man will. So, das ist bis dahin alles noch oldschool. Als ich das alles so gesehen habe, habe ich gesagt, ah ja, aber hey, jetzt habe ich in meinem ganzen Leben nichts anderes gemacht, als Java bidirektionale Assoziationen beizubringen. Dann sollte ich das vielleicht für JavaScript auch tun. Hey, wir haben noch jede Menge Zeit, das ist super cool. Dann machen wir das doch mal. Und dann habe ich so ein bisschen getrickst und was gemacht, nämlich sdm-lib JavaScript. Natürlich, ne? Geht ja nicht anders. Bitte? Habe ich es gleich rot markiert, damit man es besser sieht. Genau. Und da gibt es jetzt so eine fröhliche Datei, die heißt stmlib.js
Ctrl-C. Die tun wir mal in unseren Minimal Web Server rein, ungefähr da. Und öffnen sie da mal und die macht fröhliches Voodoo. Na? Die bauen wir mal in unser sdmlib.js in unser Group Register ein. Chart. SDM, halt, sdmlib.javascript, so haben wir sie genannt, ne? Wunderhübsch. Vielleicht nochmal eine komische Nummer, ich füge im Augenblick alle Bibliotheksbausteine, die ich benutze, also im Prinzip meine Includes, hier oben in der HTML-Datei ein. Das kann man so machen, muss man nicht so machen. Man kann das auch so C-ähnlich machen und hier vorne so einen Import-ähnliches Ding hin machen. Dafür muss man eine extra Bibliothek verwenden. Das geht nicht von alleine, aber in jQuery ist es, wenn ich mich richtig erinnere, mit drin. Genau, sonst gibt es eine extra Bibliothek, required.js. Dann kannst du im Prinzip hinschreiben, also wenn ich die Datei noch nicht gehabt, drin habe, dann lade sie bitte jetzt. Dann wird die dynamisch nachgeladen. Ne? Und dann kann man sowas, kann man eben, kann jedes Teilskript so für sich hinschreiben. Ich brauche aber auch ein jQuery und dann wird es insgesamt dann nur am Schluss einmal importiert. Ne? Und solche Dinge mehr. Das ist dann so wie Gutter ifdef, wer das noch in C kennt und solche Dinge mehr. Und dann include oder so ähnlich. Dass man so Header-Dateien ganz oft includen konnte und da stand dann immer so ein define drin, damit man es, dann hat er immer gefragt, wenn schon definiert ist, dann mach's nicht. Dann lade es nicht nochmal. Das Beispiel hier ist so klein, dass sich das nicht gelohnt hat. Aber das gibt es auch so einen Mechanismus. Also wenn eure Sachen mal größer wären, ist das eventuell was, was ganz cool ist. So, jetzt habe ich prinzipiell dieses stmlib.javascript hier drin. Jetzt kann ich fröhliche Dinge tun. Und zwar kann ich das hier weglassen. New Participant, der müsste dann, wo ist denn der Participant geblieben? Warum ist denn der noch hier oben? Und das hier lasse ich mal weg. Na? Und jetzt nehme ich mal diese Label-Function nach vorne. Wunderhübsch. Und jetzt gibt es einen fröhlichen Befehl, den ich leider nicht mehr auswendig weiß. Ich glaube, der heißt stmlib. Ja, kriege ich hin. Manchmal kann man es hier nachgucken. Doch, die Funktion heißt stmlib. Na? Hier habe ich es mal anders gemacht. Hier habe ich ganz oben eine globale Variable definiert, stmlib. Und danach ganz viele Dinger, erweitere diese vordefinierte globale Variable um neue Dinge. Also stmlib.createGraphicalUserID. Das ist eine Global UUID. Das ist eine Funktion, die hat die Bibliotheks- oder dieses stmlib-Objekt halt, die kann ich dann nachher aufrufen. Und stmlib-id-map, das sind so alles so Teilfunktionalitäten, die ich dazu gebastelt habe. stmlib-history, der kann change-history basteln auf Objektmodellen, lauter fröhliche Dinge, die man dann so hat, wenn man so Objektmodelle hat. Das heißt, wir können jetzt hier schreiben stmlib und das kriegt er nicht hin, das, weil das in einer anderen Datei ist. Das ist diese scheiß Eclipse Completion, die kann nicht so viel. Aber jetzt müsste ich sowas machen können wie add asoc. Da suchen wir mal gerade. Ctrl F. Und zwar nicht case-sensitiv, find h. Das gibt es, Funktion add asoc. Die kriegt viele, viele fröhliche Parameter an. Und baut dann eine bidirektionale Assoziation. Na? Und ich finde es so geekig, das muss ich euch jetzt. Gibt es heute zwei Videos. So, ad asoc hatten wir gebastelt und das kriegt viele, viele Parameter. Und jetzt gucke ich doch mal nach der Musterlösung. Sonst ist mir das zu schwierig. Geh weg. Close. Das ist in Group Examples. Da gibt es schon so einen Group Account.
Da steht sowas drin. Und hier gibt es eben diese Klasse Gruppe-Account noch, die ist dann komplett leer. Item und User. Und dann gibt es hier so einen Aufruf, den kopieren wir uns mal gerade. Danach kriegen wir den Rest alleine hin. Da muss man sagen, was ist die ursprüngliche Klasse, von der man losgehen möchte? Was ist das denn hier für eine 42? Wie cool ist das denn? Ich glaube, es ist, ob es zu 1 oder zu n ist. Ja, tatsächlich. Alles ungleich 1, also könnte es wahrscheinlich auch A oder sowas übergeben. Das ist die Kardinalität und das ist der Rollenname. Und da gibt es eben 1 oder nicht 1. Das heißt, wir machen jetzt mal das ein Participant. So. Wir übergeben hier den Namen eines Konstruktors, ne, und schreiben keine Klammern dahinter, keine runden Klammern. Was bedeutet, wir rufen den Konstruktor nicht auf oder die Funktion, die da sich hinter verbirgt, sondern wir übergeben die Funktion. Und was tatsächlich dieses Ad-Assoc macht, der nimmt sich diesen Konstruktor und erweitert den. Das heißt, der fügt im Rumpf von dem Ding neue Sachen ein, weil es easy ist, ne, also weil wir es können. Im Großen und Ganzen. 42 sagt ihm, es sind viele, und zwar Items hatten wir gesagt, und die Rückrichtung war nochmal Item. Ich bin mit dem Daumen hier immer auf dem Touchpad, das sollte ich mal abschalten, aber brauche ich. Und das ist aber nur eine zu 1 Sache, und das hatten wir Owner genannt, ne? Und wenn ich das laufen lasse, dann hoffe ich mal, dass der... Jetzt geht's weiter. Oh Mann. Da sind tatsächlich offensichtlich Tasten, die sich gegenseitig mögen. Danke. So. Irgendwie bin ich mit der Aufteilung dieser Fenster hier sehr unglücklich. Das sollte ich nochmal optimieren bis zum nächsten Mal. In STMLib JavaScript 198 habe ich einen Fehler, dass die Pouch-DP geschrieben werden soll. Sehr, sehr spannende Geschichte. Macht man das mit Slash Slash? Ja, ne? Kommentare? Hey, da tut's wieder irgendwas. Mir 1220, ja, das habe ich ausprobiert. Das machen wir in 2 Vorlesungen von heute. Na, ist jetzt noch zu früh. Okay. Das tut es jetzt offensichtlich soweit. Und jetzt würde ich aber eigentlich doch gern nochmal so einen Breakpoint haben, um zu gucken, ob da nachher das drin ist, was ich möchte. Aber ich konnte immer noch so ein Albert.items.push machen. Ne? Also offensichtlich hat er da irgendwas Sinnvolles gemacht. Ein First By ohne Albert braucht es aber eigentlich nicht mehr, finde ich. Lass uns den mal wegmachen. Und jetzt das Ding hier nochmal laufen lassen. Und jetzt gibt es hier immer noch keinen ordentlichen Callstack. Was hat er gegen mich? Okay, dann machen wir einen Watch. Haben wir ja, Albert. Der hat jetzt eine Datei, die heißt underscore-saldo. Das macht mein Ad-Assoc-Ding. Der Frage guckt sich vorher diesen Konstruktor an und sagt, was haben denn Objekte typischerweise für Felder, benennt die um und definiert Setter und Getter. Hey, das macht man so in Java. Und insbesondere der Setter hat einen Seiteneffekt, der schreibt nämlich einen Property Change. Weil sonst funktioniert mein History-Mechanismus nicht. Und dieser Property Change, den sammle ich nachher in so einer History auf und dann kriege ich im Prinzip so alle Änderungen, die ich am Objekt gemacht habe und kann diese Changes an den Server schicken, ist eigentlich die Idee. Und da habe ich das gleiche Datenmodell in Java implementiert und mache die gleichen Changes und dann synchronisieren die sich. Das ist so grob die Idee. Na? Das kann man so machen. Das ist jetzt schon so ein bisschen Goldplating. Ich hatte davor diese komische Pouch-DB gebaut gehabt. Wenn man also ohne STMLib diese Objektstrukturen so gebaut hatte, wie ich das gerade hatte, und keine Zyklen drin hat, dann kann man auch relativ leicht
einfach den Objektdatenbestand, so wie er ist, in eine sogenannte, auch von mir aus objektweise, in eine sogenannte PouchDB schreiben. PouchDB ist ein JavaScript natürlich wieder. Und jeder Browser seit HTML5 muss der JavaScript-Engine eine SQL-Datenbank zur Verfügung stellen. Typischerweise SQLite ist das, glaube ich, oder bei Chrome wenigstens. Und die haben auf das SQL-Datenbank so einen objektorientierten Layer gesetzt, damit man da JSON-Datenstrukturen drin ablegen kann. Oder JSON-Dokumente nennen die sich das. Oder eben JavaScript-Objekte reinschreiben und rauslesen kann. Und jetzt der coole Trick ist, die haben so ein Synchronisationskonzept. Ich kann die Datenbank, die in meinem Browser clientseitig läuft, mit einer CouchDB, die serverseitig läuft, synchronisieren lassen. Da reicht ein Befehl, dann sage ich, das ist meine CouchDB, synchronize mit meiner PouchDB, und dann sorgt er automatisch dafür, dass jede Eintragung, die ich clientseitig in meiner Client-Datenbank mache, auch auf dem Server landet. Und umgekehrt, wenn mehrere Clients über die gleiche Server-Datenbank synchronisieren, landen Changes, die auf dem Client gemacht sind, auf die Client, die Albert in seiner Webseite macht, auf dem Server am Lehrstuhl, vom Server auf dem Lehrstuhl bei Nina, wenn die gleiche Webseite auf hat, und wir können Multi-User-Support machen. Das ist die coole Nummer. Na, da wollen wir natürlich hin, auf Dauer, damit das auch Spaß macht. Und ich habe dann gesagt, ja, ein bisschen schwierig bei diesem Support ist immer, wie kriege ich das mit den Objekten hin? Das macht so ein bisschen Probleme. Und wie kriege ich, wenn ich diese Eintragung in diese Datenbank mache, da kann es zu Versionskonflikten kommen, wenn zwei Leute gleichzeitig das gleiche Objekt manipulieren. Und die Granularität ist in dieser PouchDB ein JSON-Objekt irgendwie. Wird da als Ganzes abgespeichert. Und manchmal ist das zu grob granular. Für das Group-Register würde das funktionieren, schätze ich mal, weil okay, zwei Leute benutzen das gleichzeitig für das gleiche Event und tippern da ihre Belege ein, aber hoffentlich tippt nicht Albert Belege für Nina ein, während Nina ihre eigenen Belege auch eintippt. Ne, und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es auch kein Problem. Von da aus kann man das, müsste das eigentlich für das Ding relativ simpel funktionieren und leicht zu machen sein. Wir müssen dann noch gucken, wie wir es mandantenfähig kriegen. Also wenn gleichzeitig mehrere Grill-Events passieren, dass diese Gruppen nicht durcheinander kommen. Dafür würden wir so eine UUID verwenden. Ne, dann kriegt das Ding ganz am Anfang, wenn es angelegt wird, eine UUID. Das ist einfach eine große globale Zufallszahl. Die muss ich dem anderen dann zeigen als QR-Code. Dann kann er die gleiche Seite öffnen. Dann haben wir das mandantenfähig. Das ist im Großen und Ganzen die Idee. Okay, und jetzt kommen wir langsam zum Ende der Vorlesung. Ja, das ist eine von diesen guten Fragen. Vielleicht, weil es noch keiner verwendet hat. Aber es gibt hier mit auch so eine Funktion, Saldo. Also das alte Saldo-Feld, da steht jetzt hier so Punkt, Punkt, Punkt dahinter. Das ist so ein Getter und ein Setter drin. Warum das für Name und Total nicht gemacht hat, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es gibt einen Prototyp. Das ist der Original, der Konstruktor. Ja, schön. Wir wissen es nicht. Aber tatsächlich vermisse ich dieses Datenfeld, um den Owner hinzuzufügen. Ah, weil Albert hat dieses Feld noch nicht. Na? Also ich glaube, der Prototyp könnte es schon haben. Der hat eine Methode createItems. Der hat ein ItemsArray. Der hat ein get und ein set auf Items. Und auf ein Get auf Saldo, und der hat noch viele fröhliche Dinge dazu gekriegt. Er hat ein With Items, alles so wie in STMlib. Na? Und wenn wir jetzt diese aktuelle Zeile, wo wir gerade sind, zeig ich, mach mal so einen Push, ausführen, dann müsste Albert jetzt auch tatsächlich. Bäh. Ich finde, er sollte das haben. Der sollte Items haben, hat er aber nicht. Warum nicht? Weil der Prototyp das hat. Das ist nicht dasselbe. Ich fürchte, da habe ich einen kleinen Bug gebaut. Da gibt es aber jetzt ein. Da ist auch tatsächlich das Bier-Item drin. Und das hat auch einen Owner, das Bier-Item. Ja, aber es ist STMlib JavaScript. Und das ist Bleeding. Oder so.
Den mache ich bis nächstes Mal raus. Okay. Prinzipiell funktioniert es aber und er macht halt so eine bidirektionale Assoziation und so ein paar zusätzliche Dinge. Solche, die es dann auch noch gibt. Ich mache noch 5 Minuten Werbung dafür. Und dann, was man noch machen kann, ist jetzt so ein Function Group Account oder sowas. Oder Group Register hat man das jetzt ja immer genannt. Neuen Konstruktor. Der hat jetzt erstmal nichts. Wir könnten dem auch einen Namen geben, dem Event, aber ja, lass uns das mal tun. Sys.globalUID, globalUUID. Das könnten wir schon mal ungefähr machen. Aber wir könnten auch stmlib.create machen. Finde ich eigentlich cool. stmlib.create und das hieß irgendwie, das war ganz weit oben. Da fehlt ein U in dem Namen. Hey, spricht ja nichts dagegen, oder? Wird bestimmt noch nirgendwo verwendet. Global UUID. Irgendwie so, ne? Dann können wir noch mehr Assoziationen machen, dann kann man eben noch lustigere Dinge tun. Das heißt, jetzt machen wir noch die wir eben nicht hatten, nämlich ein Group Account, Group Register, hat viele Participants, ne? Participants, und das ist dann ein Per... Hallo? Computer? Irgendwie schon wieder Tasten gedrückt, die ich nicht wollte. Participant, und das ist dann der Group. Irgendwie so. Was jetzt prinzipiell, dann sollten wir das auch machen, ne, war Group. Ja. Man muss sie nicht zweimal eingeben. Also das müssen wir dann tatsächlich diskutieren. Ich mache jetzt hier so ein ganz simples Design, dann ist jedes Mal beim Grillen, wenn die gleichen Leute zweimal hintereinander grillen, müssen sie sich zweimal eingeben. Und es gibt auch keinen Übertrag vom letzten Mal grillen, die Schulden auf das neue anrechnen oder so. Wenn wir das wollen, müssen wir eine andere Applikation bauen, mehr Datenmodelle tun und uns überlegen, wie wir das hinkriegen. Ja, und wie wir so eine, müssen wir, eigentlich machen wir dann so eine Event-Series-Ding oben drüber oder sowas. Ne? Und wenn dann einer in zwei verschiedenen Event-Series, wenn einer mehr als eine Gruppe von Freunden hat, dann sind wir völlig aufgeschmissen. Das geht gar nicht. Ne? Also, das Problem ist dann, dann funktioniert das nicht mehr so simpel mit dem Abrechnen. Ne? Also in der Gruppe schulde ich noch 5 Euro, da hinten in der anderen Gruppe kriege ich noch von irgendeinem 5 Euro, dann ja, da sollen die sich das doch einigen. Aber die kennen sich ja gar nicht. Ne? Also von da aus ist das ein bisschen kompliziert. Man kann an das globale Kontinuum glauben und sagen, ach, das wird sich schon irgendwann ausgleichen, aber dann brauche ich diese Applikation nicht. Ne? Also und dann ist es auch wieder doof. Group Albert by. Albert Items Push First by. Das Push ist falsch. Das ist der Punkt. Der muss schreiben Albert with Items. Ha. First by. Dann baut er auch die Assoziation richtig. Genau. Und hier würde ich jetzt sagen, group.with participants Albert. Und jetzt braucht er auch die Datenstruktur richtig. Und den Teil hier, das kann ich glaube ich immer noch so machen. Aber jetzt kann ich auch so fröhliche Dinge machen wie group.participants. Und dann kann ich dann .items sagen. Also Participants liefert mir eine Liste von Participants. Und bei stmlib ist es ja so, dass ich auf Mengen von Objekten das gleiche aufrufen kann wie auf den einzelnen Objekten. Das wird dann einfach auf jedem einzelnen Objekt aufgerufen und dann die Ergebnisse gesammelt. Das geht hier auch. Also ich kann alle Participants nach all ihren Items fragen. Dann kriege ich diese Gesamtmenge schon geflattet. Und dann kann ich da nach Amount fragen. Das ist die Liste von, was hat das alles jeweils gekostet. Und dann kann ich in Sum fragen, war so begeistert. Und dann kann ich darauf in Sum aufrufen, Sum, mein Amount. Und Sum aufrufen,
Das sind so diese Dinge, die man dann eben dazu generieren kann. Ne? Und tatsächlich hat mich das ungefähr eine Woche gekostet, dem JavaScript-Ding beizubringen, sei doch bitte so wie STMLib in Java auch. Ne? Und das geht relativ simpel, das hat mich auch erschüttert. Also um STMLib in Java zu bauen, habe ich so ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Es hat dann in JavaScript ungefähr eine Woche gebraucht. Tatsächlich fehlen noch ein paar Teile, aber so Pattern Matching habe ich noch nicht gebaut, aber es wird auch wahrscheinlich nur 4 Tage brauchen. Weil viele Elemente sind eben viel zugänglicher in JavaScript. Es gibt eine automatische reflektive Schicht. Ich kann so ein Objekt fragen, was hast du für Fields? Haben wir noch nicht gemacht heute. Ne? Das kann ich durchackern. Das kann ich machen. Und ich kann eben, wenn ich Code-Generierung mache, dann muss ich in Java einen riesen Punk machen. Und dann muss ich einen Parser schreiben und alles sowas. Hier kann ich das JavaScript-Continuum, in dem ich mich gerade ausführe, fragen, kannst du mir mal den Konstruktor so und so geben? Und dann gibt er mir den. Und dann kannst du mir mal den Quelltext davon geben. Kannst du da mal bitte folgenden kleinen Umbau drin vornehmen? Und kannst du bitte den neuen Quelltext registrieren? Das ist alles überhaupt kein Ding. Und das ist alles mit Bordmitteln in 2 Zeilen gemacht, wo ich in Java, wie groß ist der Parser? 5000 Zeilen oder so für gebraucht habe oder so. Na? Oder 3000 Zeilen. Das ist alles relativ simpel. Okay. Wollen wir das mal einmal ausführen? Na, traue ich mich nicht. Das war im Großen und Ganzen, was ich euch zeigen wollte. Also, was wir heute hoffentlich gelernt haben, waren so die Datenstrukturelemente, aus denen JavaScript-Daten bestehen. Ne? Literale ist eh klar, Arrays oder Listen, je nachdem, was man da so möchte, Hash-Tabellen oder Objekte, je nachdem, wie man das möchte. Funktionen kann man einfach in Variablen ablegen, damit kann man alle möglichen Dinge tun, die man mit Zahlen oder Strings auch tun könnte. Man kann die als Parameter an andere Funktionen übergeben und so funktional programmieren, wer Lust hat. Man kann die in Arrays reinschreiben, zusammen mit Zahlen und Werten, und alle möglichen komischen Dinge kann man mit Funktionen machen. Dann, da kann man auch Dinge schreiben, mit denen man sich echt in den Fuß schießen kann und einen Knoten ins Hirn machen kann. Ne? Also lauter fröhliche Sachen sind möglich. Wir haben relativ wenig Namensraum-Dinge, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da sind so Konflikte eigentlich vorprogrammiert. Deswegen, wer mehr als einen Namen in den großen globalen Raum exportiert, der ist unordentlich, nennen wir es mal so. Ne? Also der kriegt auch dann eine Note Abzug oder so. Das ist nicht schön, das macht man nicht, das darf man auf keinen Fall tun. Es gibt diese Konstruktoren, mit denen man dann per new sich Objekte machen kann. Das ist ein bisschen eine hilfreiche Konstruktion, dass man das Gefühl hat, ich wüsste jetzt, welche Felder hat denn so ein Ding, was sich in so einer Variable befindet. Und damit kann man dann eigentlich alles machen. Die Aufgabe zu nächster Woche wäre jetzt, ich denke, wir machen tatsächlich diese Grupregisternummer, euch eigentlich nur die Datenstruktur fürs Grupregister zu machen. Das ist ja eine relativ simple Kiste. Und dann in so einer HTML-Datei, ist jetzt auch kein Punk mehr, Eingabefelder für, ich hätte gerne einen neuen Teilnehmer und einen Button dahinter. Na, dann gibt man einfach nur Name des Teilnehmers und einen Add-Button. Und dann kommt in die Liste der Teilnehmer ein neuer Teilnehmer hinzu. Und dann pro Teilnehmer eine Liste von, was hat er so eingekauft. Das heißt, ich möchte dann hinter dem Teilnehmer irgendwie einen Knopf haben, mach mir einen neuen Einkauf oder sowas. Und dann darunter halt fröhliche Einkäufe. Da müsst ihr ein bisschen mit diesem HTML-Baum rumspielen und da was drunter machen. Da kann man im Prinzip dieses Replace Child machen oder Add Child. Und dann gibt man so einen String an mit HTML, was man da gerne drin hätte. Gibt den ID, fragt nachher wieder das Ding-Element und solche Sachen mehr. Das heißt, wir brauchen ein Input-Field für neue Teilnehmer und für jedes Teilnehmer ein Input-Field für neue Einkäufe, die er gemacht hat. Ne? Was habe ich gekauft, was hat es gekostet? Die möchte ich dann eben eintippen können. Und dann machen wir nächste Woche, wie rechne ich jetzt aus, wer wie viel Kohle kriegt? Ne? Und wie machen wir das, dass das ständig aktualisiert wird? Das heißt, nächste Woche lernen wir Angular.js kennen. Und ich habe gelogen, nächste Woche machen wir gar nichts, weil ich bin in Karlsruhe, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Ich bin nächste Woche in Karlsruhe. Da haben wir irgendwie den Termin verbaselt. Den habe ich gemacht, bevor ich wusste, wann ich dran bin. Ich hatte das Gefühl, ah, Michael hält noch Vorlesung, kein Ding. Will sagen, nächste Woche fällt aus. Hey. Und wir treffen uns am 10. wieder. Und danach zum Grillen. Hey. Also es wird gegrillt. Am 10. haben wir mördermäßige Vorlesung um 2. Dann überziehe ich die Übung, damit wir nahtlos ins Grillen übergehen können. Das ist im Großen und Ganzen der Plan. Und da machen wir im Prinzip Angular JavaScript. Und tatsächlich müssen wir dann gucken, wo wir nochmal einen Termin finden, damit wir diese Pouch-DB nochmal noch machen können. Das wollte ich schon auch gerne noch machen. Und dann sind wir relativ durch mit der Nummer. Wir können anstelle von so einer Pouch-DB-Geschichte auch Ajax-Geschichten machen. Ajax bedeutet eigentlich nur, dass ich aus JavaScript raus einzelne Datenpakete an den Server schicke oder mir vom Server hole. Das sollten wir mal gesehen haben, gleich. Und wenn wir dann schon dabei sind, können wir auch ein WebSocket machen. Na, das wollte man eben, wenn man immer schon mal gemacht haben, das sind auch Dinge, die man haben sollte. WebSocket ist, wenn der Server dem Client verschicken möchte. Das geht normalerweise in Browsern nicht, weil die haben keine feste Connection. Ne? HTTP ist so ein verbindungsloses Ding, der schickt immer so einen Request und danach bricht er ab. Und der Client kann natürlich jederzeit, wenn er Lust hat, den Server wieder kontaktieren, aber der Server hat totale Probleme, den Client zu kontaktieren. Und weil das viele JavaScript-Programmierer unglücklich gemacht hat, hatten dann irgendwann die Götter einen Einsehen, haben den WebSocket erfunden. Und der löst dieses Problem. Und dann ist es wieder so fast so, als ob man so ein Socket hätte und dann kann man wieder so einen Chat machen. Ne? So Server Socket Accept und dann so chattet man so hin und her. Und damit kann man dann eben gerade solche Sachen machen, wenn wir den Group Register Multi-User-fähig machen können. Dass mehrere Teilnehmer gleichzeitig in dem gleichen Datenbestand ihre Sachen eintippen. Dann muss man im Prinzip ja, wenn während ich so tippe, ändern sich die Sachen von dem anderen. Na, und das muss man dann gelegentlich aktualisieren. Das kann man pollen, indem man einfach öfter mal den Server fragt, du, hat irgendeiner von meinen Kollegen was gemacht? Hat auch den Vorteil, dass man nicht, während man gerade selber getippt, irgendwie sinnlos zugetextet wird und das Graphical User Interface hin und her springt. Aber da hat man so ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wann passiert das. Aber ach so, ein WebSocket will man auch mal gesehen haben, ne? Damit dann der Server einem was schicken kann. Nächste Woche ist frei. Die Woche drauf. Machen wir einen Doppeltermin oder holen das irgendwie wieder nach oder wir machen eine Woche länger, müssen wir mal gucken. Können wir dann noch abstimmen. Jetzt gehen wir nahtlos in den Übungsteil über. Das heißt, ich gehe gerade noch mal bei euch vorbei und gucke mir an, was ihr als letzte Hausaufgabe gemacht habt. Und ihr könnt währenddessen ja schon mal mit der neuen Hausaufgabe anfangen und Fragen stellen dazu und solche Dinge mehr. Okay, danke für die Aufmerksamkeit.